Also es geht nur im Schlachtbildschirm, also der kleine Bildschirm, der kommt, wenn eine Schlacht beginnt. Dann werden wir halt Schlacht verlassen. Ja, wir haben so viele Männer verloren, wegen was? Toll. Ja, irgendwie so etwas von unfair. Eigentlich hätten wir ja gewonnen, weil die Gegner nicht angegriffen haben. Dann wollte ich ja auch Autowin machen. Aber nein. Sie müssen natürlich so scheiße sein. Wieso greifen die mich und also die uns an, hä? Ach Gottchen. Ich muss da irgendwas machen. Irgendwas. Wir haben zu wenig Einheiten. Wo sind unsere Einheiten hin? Erteilt mir einen Befehl. Eure Majestät, vorwärts! So. Ja, das Blöde ist, die greifen jetzt 100% nochmals an. Wieso sind die so dumm und greifen nur nicht Beritten an? Mal überlegen. Wir könnten es natürlich herauszögern noch. Hier unbedingt eine Dingwache hin. Erteilt mir einen Befehl. Mein Herr. So. Aber hier greifen wir mal Nizäa an. Wir werden sie ehrenhaft bekämpfen, Herr. Natürlich. Wir beginnen die Belagerung. Habe ich da gerade bei einer Hand Minus Erfahrung bekommen? Diese Länder gehören nun euch, Herr. Ja, diese Länder gehören euch, Herr. Kaufmann. So. Da haben wir wenigstens eine. Wenn wir die verlieren, haben wir eine mehr. Also haben wir eine gleich. Verlieren wir keine. Und jetzt, soll ich jemanden aufsuchen? Sehr gut, mein Herr. Machen wir hier weiter. Wir brauchen mehr Einheiten. Egal wie viel Geld wir verlieren. Ein Schiffsbauer. Steigerung von Handelsgütern. Ah, ein Händler Kai brauchen wir noch. Wir machen hier eine Rodung. Wir brauchen hier unbedingt Einwohner. Wir haben nur 5000 Einwohner. Und Bran ist ja das. Repariert. Befehle? Thessaloniki haben wir ein Kapult, Katapult. Das machen wir hier rein. Unser Marsch für heute ist beendet. Ja, das ist klar, dass wir mit denen im Krieg sind, wenn die Arschlöcher uns angreifen müssen. So. Hier haben wir noch einen. Ja, mein Herr. Krieg schlichten, bitte. Selbstverständlich, mein Herr. Also kaufen wir dort, also geben wir den Leuten dort das Geld und sie nehmen es dann hoffentlich an. Dann wiederholen wir die Schlacht. Aber jetzt greift die bitte an. Sonst habe ich dann wirklich eins.
habe ich wieder ein Problem. Jetzt sind alle dort drüben. Werden die jetzt hier an Ding? Ich werde jetzt mal die hier hinten hinmachen. Unbedingt einen von den besseren hier vorne, einen hier rein und die anderen mache ich hier hin. So. Schlacht starten. Wieso sind die jetzt nicht hier hingekommen? So. Und wenn die hier rüber gehen, können wir hier eigentlich ja auch die Truppen hintun. Ihr müsst schneller hierher kommen. Dann rennt doch einfach automatisch. Die können nicht rennen. Okay. Also eine Schildmauer brauchen wir einfach hier. Und die machen irgendwas Blödsinn. Sterben zu wenig. Die sollen alle sterben. Hier ist zum Beispiel einer gestorben. Mhm. Wo schießt der hin? Einfach so in die Menge. Okay. So, die gehen wahrscheinlich hier hin dann. Aber wir haben Speerträger, die sind viel besser. Also, was sind das überhaupt? Okay. Schon, wir sind schon stärker. Die Leitherren des Feindes haben unsere Mauern erreicht. Zeit fürs Abschlachten. Oder könnt ihr eigentlich hier auch runterkommen? Wir brauchen genug. So. Geht ihr da mal hier hin? Gott schütze uns! Die Feinde haben die Mauern! Kümmert euch um die Verteidigung, sonst ist alles verloren! Heilige, schützt uns! Der Feind rammt die Tore ein! So, genau. Haha, jetzt verquetschen wir sie. Zu den Waffen, General! Der Rambock des Feindes hat unsere Tore durchbrochen! So,
Schau, das Schaf nie habe. Wie die Reiter sterben. Schaut das mal an. Die rasen in die Speere rein. Unbedingt auch angreifen, bitte, auch wenn wir den auch noch verlieren. Das ist ja mal der Hammer. Hallo, laufen. Das ist ja mal episch. Den Feind hat es schwer erwischt. Er hat die Hälfte seiner Männer verloren. Und wer kommt denn hier hin? Wer ist das? Ah, das sind die Gegner, die Roten. Wo sind sie jetzt? Ah, die gehen hier entlang. Alle hierhin. Und ihr hierhin. Halt mal die Schnurre! Dankeschön. So kommt. Die können hier nicht gut angreifen. Aber wir haben so eine gute Chance gegen die Speereinheiten. Ja. Wir sind gesegnet. Der feindliche General ist tot. Im Moment. Sehr schön. Wir schlachten Glück bei uns. Beten wir, dass das so bleibt. Geht wieder mal ein bisschen weg. Wir müssen irgendwie von hier angreifen können. Es geht aber nicht. Ja, wir werden sie einfach angreifen. Wenn sie durchbrechen, greifen wir sie an. Mehr können wir leider jetzt momentan nicht machen. Und schaut, wie die fliehen. Die fliehen alle. Das gibt so eine Massen... Wie sagt man? Die Massenpanik. Der Allmächtige sei gepriesen. Haut ab. Haut ab. Wir jagen euch jetzt. Wir müssen unseren Vorteil nutzen. Wir jagen jetzt alle. Vor allem die... Truppen, die hier Dings sind. Zu Fuß. Greift sie jetzt an? Und wo sind die anderen? Die sind alle abgehauen. Okay. Wir haben das. Die Schlacht mit Bravour gewonnen. Und jetzt? Ah, da ist noch ein Trupp irgendwo. Greift sie an. Ja, die sind über der Grenze jetzt. Gewonnen. Und, heroistischer. Beim Herrn, unser Feind wurde richtig erniedrigt. Lasst uns alle dieses Tages gedenken, als den Tag unseres ruhmreichsten Sieges. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Shit. Wir haben die zermanscht. Ja. Wir haben sie zerfetzt, Herr. Sieg. In Belgrad. Ja, da gehen wir mal hin. Eure Befehle. Volle Segel. Wir segeln morgen weiter, mein Herr. Und jetzt schauen wir nochmals in den Stammbaum, was der adoptiert wurde. Also, ja, der Stammbaum geht dann wieder hier runter. Da ist nur ein kleines Loch. Und er wird hoffentlich Arete, das ist doch ein Frauenname. Er wird dann ja der Nachfolger von dieser Seite. So, was denken wir? Wir sollten jetzt Smyra einnehmen. Eure Befehle, edler Herr. Dazu nehmen wir mal die besten Truppen.
Erteilt mir einen Befehl. Und greifen an. Ja. Gott ist mit uns. Baubericht. In die Schlacht. Okay, hier können wir jetzt, ich denke mal, ja, ein Ledergerbe machen. In Konstantinopel. Bauen wir die Farbengemeinschaft, also weiterbauen. Der Hafen ist hier wichtig. Nein, zuerst die Kirche. Niedrig, bitte. Nicea repariert, das ist alles repariert, dann. Das müssen wir nicht wissen. In Nicea haben wir noch einen Kaufmann. Ich bin dazu gehen wir mal mit ihm. Hierhin. Weiter gehe ich heute nicht. Ich muss mich dann hier haben. 14 Gulden, ja. 33, 32. Wir gehen hierhin. Bis morgen ausruhen. So. Bündnis Großfürstentum Litauen mit Japan, ja, ganz klar. Eure Majestät. Wir können jetzt da nicht rüber. Ja, toll. Morgen machen wir weiter, mein Herr. Ja, das Katapult brauchen wir lieber hier. Dann gehen wir hier rein mit dem Katapult. Haben wir hier überhaupt noch einen? Mit dem können wir ja. So. Ja, dann ist es ist mir egal, ob ihr rebelliert oder nicht. Fertig jetzt. Ja, mein Herr. Gott, oh Gott, toll. Da hat man ja extrem viele Probleme, sehr schwer. Aber immer noch zu einfach für uns. Hey, wir haben so eine Schlacht gewonnen. Das ist leicht. Und die Franzosen wollen es wirklich wissen. Wahrscheinlich verlieren sie jetzt ganz viele Dinge. Hier ganz viele Gebiete. Wir können ja mal schauen, was ist mit den Franzosen los? Ja, sie werden schwächer. Gesamt, Militär, Produktion, Gebiete, haben sie eins verloren in der letzten Zeit. Schauen wir mal Preußen an. Die sind gar nicht so gut, wie man denkt. Spanien geht hoch. England bleibt. Deutschland bleibt auch, war mal ein bisschen besser. Venedig, wo ist Venedig? Venedig ist ja gleich schwach. Vatikan bleibt unten. Ah, Ungarn wollte ich schauen. Ja, die sind halt jetzt runtergekommen. Okay, dann beenden wir hier wieder den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und auch morgen kommen wieder zwei Videos, ganz sicher. Also, und ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt oder irgendwelche Sachen, dann stellt sie mir. Und jo. Dann bis zum nächsten Mal. Bye.